Prinz Harry, er sorgt für Überraschung im Restaurant. Herzogin Meghan, 41, feierte den Internationalen Frauentag mit geschätzten Kolleginnen. Sie traf sich mit 10 Mitarbeiterinnen der Non-Profit-Organisation Archevel. Ihrer gemeinsamen Stiftung mit Prinz Harry, 38, zum Mittagessen. Ihr Liebster selbst konnte dem Event nicht beiwohnen. Er befand sich für einen Auftritt beim Better-Up-Gipfel in San Francisco. So erfreute er sein Team und seine Frau in der Heimat mit einer süßen Aufmerksamkeit. In einem eleganten schwarzen Outfit zu hellen, flachen Schuhen und Sonnenbrille wurde Herzogin Meghan am Mittwoch, 8. März 2023, vor dem mexikanischen Restaurant Gracias Madre in West Hollywood gesichtet. Ein breites Lächeln zierte ihr Gesicht, kein Wunder, immerhin darf sie sich über einen äußerst aufmerksamen Ehemann freuen. Sie wirkte richtig glücklich und lachte viel, verrät ein Restaurantgast gegenüber People und schwärmt, sie ist noch hübscher in Person. Während die 38-Jährige ausgelassen mit ihren Kolleginnen plauderte und lachte, wurde ihnen ein zuckersüßer Nachtisch gereicht, 12 vegane Cupcakes von Prinz Harry. Die sind von meinem Mann. Er hat nach allen gefragt, habe man Meghan sagen hören, als die Leckereien herumgereicht wurden. Anlässlich des Internationalen Frauentags besuchten Meghan und Mitglieder des Archevel-Teams auch noch Harvest Home. Die MitarbeiterInnen richteten eine Pop-up-Baby-Boutique ein, luden zu einem Mittagessen in einem von Frauen geführten Restaurant und überreichten eine Spende an die Organisation in Los Angeles. Die werdenden Müttern, die mit häuslicher Gewalt, Drogenkonsum oder Obdachlosigkeit konfrontiert sind, Unterkünfte und Unterstützung sowie Kurse bietet. Seit seiner Gründung im Jahr 1985 hat Harvest Home über 600 Frauen und ihre Kinder unterstützt. Auch auf der offiziellen Website der Archevel Foundation blieb der besondere Tag nicht unerwähnt. Herzlichen Glückwunsch zum Internationalen Frauentag an Sie alle. Ob Sie nun Zeit oder Geld spenden oder einer Frau in Ihrer Gemeinde helfen, lassen Sie uns heute und jeden Tag die Frauen in unserem Leben feiern, hieß es in einer Mitteilung auf der Homepage. Verwendete Quellen: archevel.com, people.com.